Herzlich willkommen zum Charity Event 2020, Symposity 2020 von Liebe durchbricht alle Mauern. Danke, liebe Silvia, danke an dein Team, dass ich dabei sein darf. Und danke, danke, danke an Sie alle, die Sie dabei sind. Ja, als Silvia sagte, dass sie noch eine Rednerin für das Thema Validation sucht, habe ich direkt gesagt, hier bin ich, mache ich gerne, ist so mein Herzthema als Trainerin, denn ich bilde Betreuungskräfte aus und bin selber auch Betreuungskraft in einem Seniorenheim und selbst auch pflegende Angehörige einer Mutter mit Demenz. Und es ist einfach mein Herzthema. Validation, zunächst mal so ein paar Dinge, woher kommt Validation und was machen wir da? Erstmal, die Validation kommt aus der humanistischen Psychologie, vielleicht kennt sich der ein oder andere damit aus und hat ihren Ursprung in der Gesprächstherapie nach Carl Rogers. Wer vielleicht selber schon mal eine Gesprächstherapie gemacht hat, als Klient oder als Therapeut, der weiß, es geht darum, Menschen an ihre eigene Lösung zu bringen, nichts vorzugeben, nichts vorzuzitieren, nichts zu bewerten. Und daran haben sich auch Naomi Feil und Nicole Richard angelehnt. Naomi Feil ist die Begründerin der Validation und Nicole Richard hat die integrative Validation entwickelt. Beide Modelle finde ich super. Ich bekomme zwar immer wieder so im pflegerischen Alltag mit, dass dann Kollegen sagen, oh nee, die Feil, nee, ist nicht so meins, ich finde die Richard besser oder umgekehrt. Ich muss sagen, ich finde beide toll. Naomi Feil lehnt sich unter anderem auch an das Stufenmodell von Erikson an. Und in diesem Stufenmodell hat der Mensch in jedem Lebensalter, in jeder Lebensphase Aufgaben zu bewältigen. Als Beispiel, ich bin gerade eine Mit-40erin und merke gerade, wie sich das Leben wandelt. Das Kind zieht aus, die Wechseljahre stehen vor der Tür und das ist eine Lebensaufgabe, die ich jetzt nach Erikson auch zu bewältigen habe. Nur nochmal Lebensrückschau, was war gut bis jetzt, was ist mir gut gelungen, wo richtet man sich neu aus. Und der gute Herr Erikson sagt, es geht darum, in Balance zu bleiben. Ja, dass wir beide, es gibt da jeweils einen Ansatz, ne, dass man entweder in dieser Stufe, dass das eine zu hoch ist oder das andere. Und wenn man in so einer Disbalance ist, ne, wenn zum Beispiel die Lebensrückschau jetzt so, oh, war alles Mist, war alles Käse, hab schon gelebt, also mit 40 gestorben, mit 80 beerdigt sozusagen. Wenn das so in Disbalance gerät, dann schleppt der Mensch das in die nächste Stufe mit. Immer weiter, immer weiter. Und dann hat er ein dickes Päckchen zu tragen. Ja, oft ist es ja schon so, dass Menschen im Kindheitsalter schon, ja, Misstrauen gegen Urvertrauen, dass da schon eine Disbalance entsteht. Und jetzt trägt dieser Mensch dieses Paket auf dem Rücken. Das müssen Sie sich jetzt mal so vorstellen, als ob sie einen Rucksack voller Steine auf dem Rücken tragen. Jetzt ist es so, im Alter, wenn dann die Demenz kommt, da plöppt das alles auf. Ja, alles, was ein Leben lang unter den Deckel gedrückt wurde, ja, also es wurde alles sozusagen verdrängt, ja, die Sachen wurden vielleicht nicht angeschaut oder haben sich dort angesammelt und jetzt in der Demenz kommt alles hoch. So, und Naomi Feil hat dieses Stufenmodell nach Herrn Erikson um eine weitere Stufe ergänzt. Das heißt, wenn ein Mensch in einer Demenz endet, am Lebensende, geht es bei Naomi Feil darum, bestimmte Lebensaufgaben zu bewältigen, die dann nochmal hochkommen, oder aber in die totale Vegetation sich zurückzuziehen. Was bedeutet, dass die Menschen verstummen und total in ihrer eigenen Welt sind und dann sehr, sehr schwer erreichbar sind. Das ist der Ansatz von Naomi Feil. Man kann also sagen, Naomi Feil arbeitet mehr in der Vergangenheit. Ja, sie versucht, diese Aufgaben zu bewältigen mit den Menschen, die sie begleitet. Die Nicole Richard hingegen hat ein Modell entwickelt, die integrative Validation. Und da kann man ganz salopp sagen, da geht es um Dinge, die in der Gegenwart da sind. Wir greifen das auf, was der Mensch in dem Moment sagt. Ein Beispiel. Eine Frau kommt zu mir im Heim und sagt, Schwester, Schwester,
Ich muss zur Arbeit. Ich muss dringend zur Arbeit. Ich muss ins Büro. Meine Arbeit wartet auf mich. Ja, und dann gehen wir hin und begleiten sie, geben mir einen Schreibtisch, geben mir Papier zur Verfügung und sagen, bitte, ohne Fleiß kein Preis. Sie sehen schon, ich habe jetzt mit Sprichwörtern gearbeitet und das ist typisch. Das ist ganz typisch für die Validation, die integrative Validation nach Nicole Richard. Ja, und jetzt das Beispiel noch von Naomi Fall, das habe ich gerade vergessen. Bei Naomi Fall kommt es zum Beispiel vor, dass ja, einer meiner Bewohner zu mir kommt und sagt, Schwester, ich muss nach Hause. Meine Kinder, die warten, die kommen aus der Schule, die müssen was zu essen haben. Ja, und dann ist wahrscheinlich das Thema Krieg im Hintergrund. Ja, dass es nicht zu essen gab und der Bewohner sich jetzt gerade Sorgen macht, dass die Kinder nach Hause kommen und nichts zu essen haben. Ja, weil gerade in dieser Validation höre ich dann immer wieder raus, dass es ein Kriegsthema ist, dass die Familie wenig zu essen hatte, dass die Menschen sich Sorgen machen, dass die Kinder verhungern oder. Ne? Das sind so diese Beispiele, die ich Ihnen jetzt genannt habe. Was ist denn jetzt erstmal das Wichtigste in dem Ganzen? Das Wichtigste ist, stellen Sie sich Folgendes vor. Sie erzählen mir etwas, wovon Sie total begeistert sind. Und ich sage dann, völliger Quatsch, was du da sagst. Das stimmt alles nicht und präsentiere meine Meinung dazu. Wie fühlen Sie sich? Wie reagieren Sie in so einer Situation? Ähnlich geht es Demenzerkrankten. Ein Beispiel. Meine liebe Bewohnerin Gerda, ihren Namen habe ich jetzt abgeändert, sitzt am Frühstückstisch gemeinsam mit noch etwas fitteren Bewohnern. Und sie fängt schön an, mit einer sauren Gurke den Kaffee umzurühren. Stimmt gar nicht, war das Abendessen, aber ist ja egal. Jedenfalls hat meine liebe Gerda angefangen, mit einer sauren Gurke den Kaffee umzurühren. Ihr gegenüber sitzt die liebe Frau Meier, die das überhaupt nicht sehen kann, weil das für sie einfach nur eklig ist, weil sie ja kognitiv noch fit ist und sich an die Normen, die es gibt, noch anpasst und für die es einfach die Normen gibt, dass es einen gewissen Stil beim Essen gibt. Die sagt dann, Bah, Gerda, was machst du? Das ist doch total ekelhaft. Wie kann man denn nur mit einer Gurke den Kaffee umrühren? Was glauben Sie, passiert jetzt mit Gerda? Gerda fängt an zu schimpfen und sagt, du blöde Kuh, das stimmt doch überhaupt nicht. Und sie wird aggressiv, ja? Und das ist eine ganz typische Reaktion bei Menschen mit Demenz. Und das ist übrigens auch eine ganz typische Reaktion, wenn uns einer einfach mit so einer Hammerkritik über den Weg läuft. Ja, weil wir müssen bedenken, die Welt von Dementen wird immer kleiner und kleiner, aber dennoch unübersichtlicher. Ja, und für sie ist irgendwo, sie fühlen ja, dass da oben im Kopf immer mehr weggeht und das macht sie unsicher. Und wenn man ihnen dann noch die Fehler vorhält, ja, dann wird es nicht gerade leichter. Okay, jetzt habe ich Ihnen ein paar Praxisbeispiele genannt, möchte Ihnen jetzt aber mal die Validation, die Gesprächstechnik, ja, näher bringen. In beiden Bereichen können Sie sagen, also ob jetzt Pfeil oder Richard, beide haben drei wichtige Merkmale. Das ist das Merkmal der Empathie, das ist das Merkmal der Kongruenz und das ist das Merkmal der Wertschätzung, der etwas für gültig erklären. Ja, das sind diese drei Merkmale. Ich beginne mit dem Merkmal der Empathie. Eines der wichtigsten Merkmale, wie ich finde, eines für mich der wichtigsten Merkmale, die wir im Leben überhaupt wieder leben sollten. Empathie bedeutet, in den Schuhen des anderen gehen. Ich gehe mit dir, ich fühle mit dir, aber ich leide nicht mit dir. Das ist der große Unterschied. Ein Beispiel. Frau Meier erzählt mir, wie ihre Scheidung verlaufen ist, als sie Mitte 30 war. Sie erzählt mir davon, wie schrecklich es war, was sie da erlebt hat und was das Ganze für Umstände waren mit den Kindern und. Plötzlich geht in mir als Betreuerin etwas auf,
eine eigene Lebenserfahrung, etwas, was ich selber erlebt habe, eine Scheidung. Und jetzt kann es ganz schnell passieren, dass ich nicht mehr bei Frau Meier bin, sondern in meiner eigenen Geschichte. Das heißt, ich grenze mich nicht ab. Und was passiert, wenn vielleicht meine eigene Scheidung noch nicht richtig überwunden ist? Dann bin ich plötzlich nicht im Mitleid, im Mitgefühl, sondern ich bin im Mitleid. Und was passiert, wenn ich im Mitleid bin? Wer Mitleid hat, der leidet. Ja, das bedeutet, ich bin nachher mehr in meiner Geschichte als in die von Frau Meier. Und es kann Folgendes passieren, dass ich anstatt Frau Meier zu unterstützen und ihr Kraft zu geben, sie mit runterziehe, weil ich plötzlich in meinem Drama stecke und Frau Meier nachher das Gefühl hat, sie muss mich retten. Das ist der Unterschied. Ganz wichtig ist das, Empathie setzt voraus, dass ich mich zentriere, dass ich mir bewusst mache, okay, das ist dein Tanzbereich und das ist mein Tanzbereich. Das ist deine Lebensgeschichte. Okay, ich habe eine ähnliche gehabt, aber ich höre dir jetzt zu und will rausfinden, wie es bei dir war, ohne dass ich meine eigenen Erfahrungen mit beimische. Ich hatte die Ehre, 2016 die wundervolle Naomi Pfeil bei einem Workshop live zu erleben. Eine wahnsinnige tolle Frau. 85 war sie da, glaube ich. Und sie hat einen ganzen Tag lang einen Workshop gegeben. Das war der Wahnsinn. Mit Autogrammstunde und Fotos im Anschluss übrigens. Und was ich da an besonderer Übung fand, was ich so mitgenommen habe, gerade wenn es um Empathie geht, das ist die Übung Rücken an Rücken gehen. Das heißt, du nimmst dir einen Partner, stellst dich an den Rücken deines Partners und einigt euch, einer von euch beiden geht los und der andere folgt. Und wenn ihr diese Übung macht, werdet ihr sehen, es ist gar nicht so einfach, dem anderen zu folgen, ne? Den Schritt zu halten, wenn der schneller wird oder langsamer. Und so ist Empathie. Empathie bedeutet wirklich, sich ranzugraben durch eine Gesprächstechnik, zu gucken, was ist bei dir los. Auch da werde ich gleich ein paar Beispiele nennen. Ein großer Schlüssel, ein ganz wichtiger Schlüssel dort ist das aktive Zuhören. Sicherlich kennen Sie das. Gut, das war das Merkmal der Empathie. Das nächste Merkmal ist das Merkmal der Kongruenz. Stellt euch mal Folgendes vor. Ich sitze jetzt hier, erzähle, oh, ich habe richtig Spaß, euch den Vortrag hier zu machen und den Vortrag für euch zu halten. Wie komme ich hier rüber? Bin ich echt? Bin ich echt mit dem, was ich sage? Nein, das bin ich nicht. Ich war nicht kongruent. Das, was ich gesagt habe, hat nicht mit dem übereingestimmt, was ich in meiner Körpersprache rübergebracht habe. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Gerade Menschen mit Demenz haben so feine Antennen, die spüren sofort, wenn wir nicht echt sind. Und dann haben wir den Zugang verloren. Deswegen, wenn Sie einen Tag haben, wo Sie traurig sind und ein Dementer spürt das, versuchen Sie denen nicht das vorzumachen. Sagen Sie, ja, ich bin heute was traurig, ich hatte etwas erlebt, was mich ein bisschen traurig gemacht hat, aber morgen wird die Welt schon wieder anders aussehen. Wir müssen da nicht unsere ganze Lebensgeschichte erzählen, aber wichtig ist, wirklich, wirklich echt zu sein. Das ist das zweite Merkmal. Das dritte Merkmal ist die Wertschätzung und Anerkennung, beziehungsweise das, was da ist, für gültig erklären. Schwester, Schwester, ich muss sofort ins Büro, ich muss sofort ins Büro. Oh, Frau Meier, Sie müssen ins Büro? Ja, ich habe jetzt gespiegelt. Das ist eine Technik des aktiven Zuhörens. Ich habe das, was Frau Meier gesagt hat, fragend wiederholt. Und das ist in die Welt des anderen eintauchen. Und dann grabe ich mich Schritt für Schritt dadurch. Ich werde Ihnen, die Merkmale der Validation hier unter meinem Video mit beifügen, beziehungsweise als Dokument zur Verfügung stellen.
Und ich kann nur sagen, Validation ist nicht nur eine Gesprächstechnik, die wir mit Dementen machen, sondern ich finde, das ist eine Gesprächstechnik, die wir generell in unserem Leben wieder machen sollten. Ja, erst dann können wir verstehen, was bei dem anderen los ist. Und jetzt noch mal kurz ein Beispiel, wenn ich mich vorgrabe. Also, die Frau Meier kommt zu mir und sagt zu mir: Schwester, Schwester, ich muss sofort ins Büro. Ich muss ins Büro. Ich habe so viel Arbeit. Oh, Frau Meier, Sie müssen ins Büro? Ja, Schwester, ich muss ganz dringend los. Sie wissen ja gar nicht, was ich für Arbeit habe. Oh Gott, Frau Meier, Sie haben Sorge, dass Sie Ihre Arbeit nicht erledigt bekommen. Sie machen sich da Sorgen. Na, also ihr seht, ich gehe A hin, spiegel das Ganze, halte Frau Meier den Spiegel vor. Sie kann ihre Aussage nochmal überprüfen, fühlt sich angenommen und akzeptiert. Ja, also das ist dieses letzte Merkmal. Und im nächsten Schritt spreche ich das Gefühl von der Frau Meier an. Sie machen sich Sorgen, dass sie die Arbeit nicht erledigt bekommen. Ja, sind die Merkmale der Validation. Und als Bonbon darauf finde ich immer: weg vom Bewerten. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für uns Menschen. Weil wir werden von klein auf in ein Bewertungssystem gepackt, beziehungsweise darin groß. Und es ist eine tägliche Übung. Und das passiert uns auch immer wieder noch, dass wir bewerten. Aber Bewusstsein schafft Klarheit. Und wenn wir anfangen, Schritt für Schritt jeden Tag mal zu versuchen, die Dinge nicht zu bewerten, oder wenn Menschen etwas sagen, das nicht zu bewerten, dann ist das schon eine große Übung. Und dann werden wir jeden Tag ein bisschen besser. Ich bedanke mich herzlich, wünsche Ihnen noch ganz viel Freude und ganz viel Spaß beim Umsetzen. Sie werden sehen, wenn Sie in die Welt des Dementen eintauchen, geschehen wahrliche Wunder und Sie haben sogar richtig Spaß. Alles Liebe, alles Gute, tschüss. Ihre Tanja Belo.